Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Endlich sind wir hier, auf der Spitze des Kraterbergs, auf der Speersäule. Wir gehen mal weiter. Unser Boss vollbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihm nicht in die Quere. Du willst doch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Oh, ein Doppelkampf. Kommt mir nur her. Ich werde euch plätten, ihr zwei Rüpel. Haben jeweils nur ein Pokémon, aber dafür ganz schön gewaltige. Despota und Brutalanda. Alter Verwalter, das geht aber mal ab. Wow. Gut. Die Level sind auch nicht übel. Na gut, wir werden das irgendwie bewerkstelligen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau auf der Speersäule genau kommt. Was für Kämpfe und was für überhaupt. Warte mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Mach mal Himmelhieb gegen Despota. Ich glaube, könnte das effektiv gewesen sein. Wir haben nur noch eine Drachenklaue, die kriegt Brutalanda ab, weil ich glaube, Drache ist effektiv auf Drache. Braucht mich gar nicht auslachen, das ist so. Aber es war leider der letzte AP. Wir können Drachenklaue ab jetzt nicht mehr einsetzen. Okay. Ah, was? Ah, naja, gut. Schade. Erdbeben. Logok sieht da alt aus. Hätte die Beltran natürlich auch machen können. Tschüss, Logok. Habe ich richtig getippt. Naja, gut. Den wollen wir in den Kampf schicken. Die Leute sind nicht mehr ganz topfit. Werden wir gleich sehen, was für Alternativen wir haben. Wir haben noch Sherox, Slashoking aber angeschlagen. Tja. Setzen trotzdem einen angeschlagenen Lashoking ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da werde ich wohl wieder mit Heil-Items um mich werfen müssen. Eisstrahl. So, und du machst... Oh Gott, jetzt hat die Beltra gar keine wirklichen Möglichkeiten mehr. Mach einfach mal Hyperstrahl auf Despota. Wer weiß, vielleicht klappt's ja, aber ich sag, das reicht nicht. Ah, ja. Nicht ganz. Verdammt. Da habe ich irgendeinen Denkfehler gehabt, oder was? Shit. Lasho! Es ist unglaublich. Können wir jetzt hier nicht down gehen? Okay, Hey, aber Libeltra wird nicht vom Sandsturm getroffen. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nur noch Libeltra, Sherox und Lucario. Und der hängt 30 Level hinterher. Besten, wir machen erstmal alle auf Despota, damit der erstmal aus dem Schneider ist. Oh, effektiv. Drache auf Drache. Oh, Libeltra, bitte. Was wird denn das hier, ey? Unglaublich. Ach, Despota. Jetzt verwechsel ich dich schon. Kriegst du den down? Oh, nein. Tja, keiner kann ein Erdbeben was anhaben, oder? Hä? Wer hat Erdbeben gemacht? Ah, doch, Sherox. Ah, Sherox ist ja gar kein Flug. Ich bin durcheinander gekommen, ja. So. Ah, jetzt so ein Rasierblatt, was alle trifft, ne? Eisenschädel auf Despota. Ich gehe davon aus, dass er sich heilt. Fliegen auf Brutalanda. Viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Der macht bestimmt auch. Ne, Drachenklaue? Geht daneben. Damit könnten wir sie beide besiegt haben. Das wäre schon mal ziemlich episch. Weil ich dann die Beltra ohne Probleme heilen könnte. Oh, bitte. Mach alles, was in deiner Macht steht. Oh, bitte lass es reichen. Jawolski! Sieg! Auf ganzer Linie. Naja, gut. Geht so. Akzeptabel, oder? Ist gar nicht so schlimm gewesen. Ah, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Tja. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unsere Bosse machen Kleinhaus aus dir. Das finde ich aber nicht schön. Was haben wir denn für Highlight-Items? Hier, viele Sonderbonbons. Die hebe ich mir alle auf. Supertrank. Supertrank, toll. Supertrank. Libeltra. So, wenn wir Sherox... 50 Sherox, ein Supertrank, oder? Wie viel bringt Supertrank? 50?
Ja, 50. Ja, das ist doch gut. Nicht alles, aber schon okay. Belebe. Warte mal, das war auch die richtige, ne? Also. Tja, also gucken wir mal. Irgendein Beleber muss ja ein so normaler Beleber. Top-Beleber ist da, ja, toll. Hä? Nee, oder? Wen wollen wir? Irgendwie kommt es mir doof vor, aber ich heile. Lasho King. Hoffentlich keine Fehlentscheidung. Ich weiß nicht mehr, was kommt, ey. Das regt mich voll auf, irgendwie. Gucken wir uns das mal an. Die Stage aus Smash Brothers. Ich werde ja unmöglich gegen alle kämpfen. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Ach, danke wenigstens. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt. Klar. Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Aber wenn das nicht mehr der kleine Goldjunge ist, wie am See der Stärke geheult hat. Hat er mal mit die Nase geputzt. Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Moment. Alle? Ich dachte, er macht die und ich mach die. Nein. Oh. Nein, ich will nicht mit dem zusammenkämpfen. Das ist doch eine Qual. Ihr habt Vorstellungen. Der mit seinem Level 72 Noctusca, ey. Kann doch nicht wahr sein. Erdbeben? Hätte ich einige Probleme schon aus dem Weg geräumt, ey. Fliegen auf Smogmog. Oh Gott, ey. Jetzt macht er auch noch Schutzschild, wie ich das hasse. Das könnte ja zu Qual werden. Ich hasse es, wenn ich nicht alles selbst in meinen Händen habe. Sondern mich auf andere verlassen muss. Guck doch mal, wie der abgeht. Sag mal, ich... Sag, ey, boah. Darf ich jetzt alles allein machen oder hast du noch ein paar Pokémon Kingler? Gut. Aber trotzdem, das ist doch eine. Das ist doch bescheuert, bis zum geht das mehr. Es wird auch nicht so viel abziehen. Ich wechsle mein Pokémon jetzt gleich. Das kann nicht wahr sein, ey. Schade, dass Libeltra keine Drachenklaue mehr kann, weil die ganzen AP aufgebraucht sind. Hätte natürlich Ether einsetzen können. Sollte ich vielleicht Ether einsetzen einfach jetzt? Was haltet ihr davon? Warte mal, Statusheilmittel. Oder? Wo war das? Warte. Ich suche. Ether. Das wäre schon unter Statusheilmittel. Nein! 2 Top-Ether. Komm, mach einfach die Beltra. Drachenklaue. Bam! Können wir wieder Drachenklaue einsetzen, alles andere macht hier irgendwie wenig Sinn. Hyperstrahl haben wir eh nur noch ein AP und ist eh nicht so mega effektiv. Oh, Kingler ist sowas gut. Nicht so wie Noctusca. Komm, siegst du den wenigstens. Was eine Flasche, ne? Wer ist denn stärker von den beiden? Wen soll ich attackieren? Drachenklaue auf Smogmog. Danke. Blödes Schutzschild, ey. Das ist immer so eine. So eine Qual, ey. Nicht, dass er irgendwie mit Toxin ankommt oder sowas. Obwohl, es könnten eigentlich beide so, theoretisch. Also eigentlich eine ganz epische Kampfkonstellation, dass wir gegen die beiden Commander so antreten, sag ich mal. Komm schon, jetzt besiegst du Smogmog. Das muss reichen, das wäre so schön. Bitte. Jawohl. Ich hab Smogmog down. Aha. Gut, die Beltra auch. Aber dafür wird Kinglers Gang Tank erledigen. Was hältst du denn davon? So, ich würde jetzt eigentlich Slasho King einsetzen, aber dann haben wir 2 Wasser-Pokémon. Aber ich glaube nicht, dass die mit Pflanzen- oder Elektro-Pokémon kommen, oder? Nee. Das war irgendwie untypisch. Slasho King, ich zähle auf dich. Der kann viel. Psychokinese und. Ist nur Billikat. Und Nidoqueen. Nidoqueen war Giftboden. Giftboden. Oh, aber Surfer würde alle treffen. Aber Kingler ist ein Wasser-Pokémon.
Also los. So, Billika hat Ränke schmiert, das kann ich selbst. Kingler wird es überleben. Nidoqueen? Wohl eher nicht. Donner! Nidoqueen kann Donner? Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle? Okay, wir können nur beten, dass Nidoqueen erledigt wird. Das Nobilikat nicht, das reicht nicht. Oder? Sieht schon gut aus. Komm, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 Nidoqueen, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott! Was hat denn der schon wieder? Eine Beere. Ach, Überrest. Kramchef. Ah, toll, auch anfällig gegen Donner. Mann, nochmal Server. Scheiße war das, ey. So schade, ey. Dass Slushoking der Initiativwert so niedrig ist. Boah, ey, warum hat denn der so niedrige Level, der Rika, ey? Boah. Wie sie alle mit Tränkeschmied abgehen, nur ich nicht. Ich, wo es eigentlich Sinn machen würde. Oh, danke, 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 Olli. Oh Gott im Himmel, ey. Bin ich so dankbar. Auch Snobilikat könnten wir jetzt damit vielleicht bestenfalls erledigen. Jawohl! Und Nidoqueen hat jetzt gar nichts mehr zu lachen. Also für ganz große Kämpfe bin ich jetzt eigentlich nicht mehr zu haben. Bin ich ganz ehrlich. Kramchef überlebt es auch. Den Surfer. Eigentlich gut gelaufen. Ja, einen Volltreffer hätte ich vielleicht beim ersten Surfer gebrauchen können. Na gut, was soll's. Wollen wir nicht so sein. Jetzt haben wir noch Schnurgast und noch einen. Ja, Whiskas! Und Toxiquack. Warte mal, Toxiquack? War der auch Kampf, gell? Der war Kampf. Mach Psychokinese auf Toxiquack. Nein. Der hat keine Pokémon, gell? Das liegt alles an mir. Und das finde ich so ungerecht, Mann. Obwohl ich noch Pokémon übrig habe. Das wäre das Coolste, wenn wir den jetzt mit einem Schlag erledigen, dann wäre es wenigstens fair, weil wir wissen, dass dieses Schnurgast eklig ist. Dass das echt hart neckisches Vieh ist. Geil, Toxiquack mit einer Psychokinese fertig gemacht. Und... Oh, der hat noch einen! Danke! Ja, das sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus. Eisstrahl könnten wir machen, das ist aber kein Stab. Mach nochmal Psychokinese. Greif doch den anderen an, Mann. Ich brauche meine Pokémon wahrscheinlich noch. Risiko-Tackle. Verletzt sich doch selbst. Na egal. Hals, Hals draufhalten. Hals draufhalten. Besiegt die fette Katze. Wow. Das hat gesessen. Damit haben wir es besiegt, ey. Leider haben wir wieder sehr viel einstecken müssen. Das war eigentlich unvermeidlich, aber haben uns ganz okay angestellt, finde ich. Mars und Jupiter wurden besiegt. Ach, Gott sei Dank. Ja, wenn ich jetzt noch gegen Cyrus antreten muss, das ist... Ich hab nicht geweint, meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Jetzt reicht es uns nämlich, wir zeigen es euch. Markus, ich helfe dir. Hat mich geheilt? Nein. Geil, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh, danke. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit, mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit, mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Wie episch jetzt der normale Cyrus-Breite auftaucht. Dialga, das mythische Pokémon Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mythische Pokémon Meister des Raumes und der Dimensionen.
das sind Dialga und Palkia, die beiden legendären Pokémon. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Dialga und Palkia! Und wenn ich so lange darauf gewartet habe, dann kann ich auch einen Daumen hoch geben und auf den nächsten Part warten. Also Leute, bis dann und ciao!